shake it down. Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer CD, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr die exklusiven Klamotten, die ihr eigentlich nur im Casino kaufen könnt, wirklich in jedem anderen Klamottengeschäft auch kaufen könnt. Und das Ganze ist wirklich super einfach, und ihr könnt sie nicht nur in jedem anderen Klamottengeschäft kaufen, sondern ihr müsst keine Spielchips dafür ausgeben, sondern ihr könnt ganz normal GTA-Dollar dafür ausgeben. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist, euch hier zu diesem Aufzug zu begeben, und ihr braucht eine Mission. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit der Geralt-Mission zu machen. Falls ihr keine habt, ruft einfach mal Geralt an und tut einen Job anfordern. So, sobald ihr dann einen Job von Geralt bekommen habt, öffnet ihr ihn einmal, so wie ich das euch im Video zeige, geht zu dem Aufzug hin und drückt jetzt einfach mal die Optionstaste bzw. Starttaste. Ihr müsst sie aber erstmal gedrückt halten. Lässt sie dann los, und in dem Moment, wo ihr sie loslässt, sofort X durchspammen. Wenn ihr zu schnell gewesen seid, landet ihr im Aufzug, müsst ihr halt wieder zurück ins Casino. Wenn ihr zu langsam gewesen seid, landet ihr im Jobmenü, müsst es halt wieder verlassen und neu machen. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt vom Timing, passiert gar nichts, habt dann einfach nur hier diese Karte offen, müsst ihr einfach nur mit Kreis zweimal zurückgehen, und in dem Moment, wo ihr das Pausenmenü verlässt, einfach nochmal X durchspammen. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, seht ihr ganz kurz die Animation, wie euer Charakter in den Aufzug reinläuft, und das Jobmenü öffnet sich. Danach müsst ihr im Jobmenü kurz warten, bis alles vollständig schwarz geworden ist, und danach könnt ihr einfach mit Kreis das Jobmenü verlassen. Ihr fliegt dann durch die Lüfte und irgendwann mal landet ihr irgendwo auf der Straße. Jetzt braucht ihr halt irgendein Fahrzeug, und wie ihr halt unten seht, auf der Minikarte wird nichts angezeigt. Das heißt, ihr geht einfach unter Startkarte und wählt irgendein Klamottengeschäft aus, wo ihr hingehen wollt, falls ihr nicht auswendig im Kopf wisst, wo das nächste Klamottengeschäft ist. Danach könnt ihr dorthin fahren, und dort werden dann alle Klamotten angezeigt, die es nur im Casino gibt, und zwar für GTA 5 Dollar. Also ihr müsst da keine Spielchips ausgeben oder so in der Art, sondern ihr könnt es direkt mit GTA 5 Dollar bezahlen, und dort werden auch nur die Klamotten angezeigt, die es halt im Casino gibt, weil das Spiel denkt ja, ihr seid im Casino, deswegen werden die anderen Klamotten nicht angezeigt, und die könnt ihr dann auch nicht kaufen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ich bin an der Stelle raus. Jungs und Mädels, haut rein. Macht's gut. Ciao, euer CD.